In wenigen Sekunden betritt Ines Flywa die Bühne, begleitet von meinem guten alten Freund Cordula Zwischenfisch. Da kommt's zu oralen Spasme. Cordula Zwischenfisch. Als Sachse sagst du automatisch Zwischenfisch. Cordula Zwischenfisch. Begrüßen wir die bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Sportsfreund. Ja? Kennt ihr euch? Wir? Ja, na klar. Ach so? Wir sind so. Ja, na klar. Wir haben zusammen gelitten früher. Ja. 40 Jahre. Was? In der DDR. 40 Jahre unserer Kindheit haben wir zusammen gelitten. Sportinternat. Ihr beide wart auf dem Sportinternat? Ja. Olaf Schubert? Mhm. Ich? Und der Baumgärtel-Ing. Mhm. Richtig Leistungszentrum. Ach so? Johann-Georgen-Stadt. Ja? Na? Was hast du gemacht? Skispringen. Du bist Skispringer? Na klar. Das wusste ich gar nie. Ich wusste es erst auch nie. Nee? Nee. Da haben mich meine Eltern angemeldet. Ach so? Ja. Ich war 6 Jahre dort. Das haben die alles im Voraus bezahlt. Mhm. Dann war ich 6 Jahre dort. Die wollten nur das Beste. Ja. Für sich. Ach so, ja. Ich war in der ganzen Zeit, war ich 2-mal heme. Ja. Ja. Einmal zum Impfen. Ja. Und hier Tetanus. Mhm. Und dann später noch mal zur Erfrischung. Ja. Ja. Da wart ihr beiden dort? Ja, na und der Baumgärtel-Ing. Dreier waren wir. Wir waren Dreier in dem Internat. Also ja, es waren noch mehr. Ja. Es ist jetzt nicht ein Internat bloß für Dreier. Nee. Baumgärtel-Ing? Ja. Das machen die so im Erzgebirge. Die drehen immer das um. Erst Hintername, dann Vordername. Wie in Japan. Vice versa. Ah. Baumgärtel-Ing. Mhm. Und Ing als Abkürzung. Aber jetzt nie für Ingenieur, für Ingo. Ja. Den hast du immer noch nie verstanden, wa? Wenn nee. Du irgendwie gesagt hast, Ingo, hier, wie spät ist denn? Ah, oh, einfach bin hier für Schwindel von einer Tür runter. Klick 11! Also, wirklich? Ja, ja, jetzt hören wir. Willst du jetzt immer auf, ja. Hammer. Guter Kerl, ja. So von Grund auf. Irgendwie, mhm. Ne? Bist du Skispringer? Ne? Ja. Und ich war gut. Ja? Ja, muss man wirklich sagen. Ich war wirklich gut. Ja. Muss man neidlos anerkennen. Mhm. Wirklich. Ich kann so ein bisschen einschätzen. Ja, ich gucke viel Skispringen. Ja. Ich kann nur ein bisschen beurteilen. Ich war wirklich gut. Muss man sagen. Bis zur Pubertät war ich sehr gut. Und dann Pubertät, ein bisschen Probleme gehabt dann so. Mhm. Mit dem Rückenmark. Ah ja. Mhm. Ich hatte den Beckenschiefstand. Ach. Mein linkes Bein war 12 cm kürzer als das andere. Ja, das ist schon. Ich hatte orthopädische Skier. Ja? Ja. So ein Kantholz unten dran. Ja. Ja. Aber ich war trotzdem gut. Ja? Na klar. Der Fauststil, was die immer springen jetzt so, das habe ich mitentwickelt. Ach so? Ja, aber auf einer Seite eben bloß. Ja, ja, ja. Aber ich war gut. Immer Leistung gebracht. Wirklich immer vorne mit dabei. Ja. Jetzt nie Wettkampf, aber beim Training immer. Ja. Immer vorne mit dabei. Mattentraining viel im Sommer. Ja. Im Winter, das war mir zu kalt. Ach so, ja, kann ich verstehen. Ja, ja, klar. Das sollen die selber machen. Mhm. Ja. Aber ich war gut. Mhm. Wirklich. Oben immer, ganz Happlebalken, ganz oben. Ich weiß nicht, ob du eine Schanze so schematisch vom Aufbau vor Augen hast. Oben, ich immer ganz oben. Ja. Nie jetzt Dritter, sondern ganz oben. Mhm. Und dann runter. Ablaufhang. Ja. Schanzentisch und ab in den Wald. Ach. Aber gute Weite. Wirklich, immer gute Weite. Aber eben schlechte B-Noten dann. Mhm. K-Punkt verfehlt. Ja. Ja. Und wenn du als Jugendlicher das immer wieder hörst, dass du schlechte B-Noten hast, die kommen immer und sagen, ja, aber deine B-Noten. Ja. Das als Jugendlicher, du... Das macht was mit ihm.
Ja. Ja, na klar. Das zermürbt. Ja. Als Erwachsener, da federst du sowas vielleicht ab. Mhm. So, mentaler Telemark und gut. Ja. Als Jugendlicher. Und da habe ich es an den Nagel gehängt dann. Da hab ich einfach an den Nagel gehängt. Sprichst du gar nicht mehr? Ich spring gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nee. Ich habe dann Palooka gemacht. Mhm. Ballett. So. Ja. Aber Skispringen gar nicht mehr. Also aktiv. Ja. Ja. So, ich interessiere mich noch dafür. Ja, klar. So, ich weiß auch noch alles, wie rum man es anzieht und so. Aber eben springen gar nicht mehr. Ja, jetzt. Ja. Gar nicht mehr. Ich bin Verein noch treu geblieben, das ist klar. Ehrensache. Mhm. Auch ein bisschen eine innerliche Verpflichtung für mich. Ich spende auch immer noch regelmäßig, jedes Jahr. Setzlinge. Setzlinge? Hm. Die forsten immer noch auf. Ach so, ja. 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 Und daher kennst du Olaf Schubert. Ne? Und ein Baumgärtel-Ing. Ja, klar. Ne? Wir waren ja zu dritt im Zimmer. Ach, sogar im Zimmer zusammen? Wir waren Budenkameraden, Sportsbudenkameraden. Ja. Ne? Richtig, ja. Wir waren Erstbezug. Mhm. Die haben dort alles gemacht: Kinder, Jugendliche bis Kader, alles. Ach so. Ne? Und da haben die uns ein Zimmer gegeben, das war wie ein Kinderzimmer. Richtig mit so Piratentapete und Abrafaxe an der Wand und alles. Ne? Und wir waren da schon in der Pubertät mit Zähne. Wir haben uns da voll gepumpt mit Hormonen und alles. Wir waren jugendlich eigentlich, haben der Trainer gesagt, geht nie, ja, die Tapete. Haben sie neu renoviert, anstandslos. Haben wir ein Jugendzimmer gekriegt, mit Feuchttraumpaneele. Ah. Ja, aber war eine schöne Zeit, muss man sagen. Na, daher kennst du Olaf. Mhm. Wen? Olaf Schubert. Ah, hier. Nu? Ja. Aber der war nie gut. Nee? Der war so Wandzeitung und so, ja. Das war ein bisschen so sein Ding. Aber sportlich, der war nie gut. Nee. Ach, ich pfeife. Ach so, das war, muss man sagen, das war eine Pfeife beim Skispringen. Ich kann so ein bisschen einschätzen. Mhm, ja. Ich kenne nämlich, ich gucke viel Skispringen. Ja. Ich kann ganz ein bisschen beurteilen, aber das, der war nie. Haben uns ein bisschen verquasselt. Ja. Wir sind richtige Plaudertaschen. Ja. Du erzählst gerne viel. Ja. Das ist ja auch schön, wenn man sich mal richtig austauschen kann. Wa? Ja. Ist ja auch schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Ja. Wollen wir da das Lied jetzt spielen? Na, da werden wir gar nicht mehr jetzt Zeit haben. Wa? Wegen was? Limit. Ach so? No. Das kriegt man gar nicht mehr alles, das ganze Lied unter. Aber die Leute wissen, die kennt ihr auch heutzutage, kennt doch die Leute die Lieder auch. Hm. Da musst du gar nicht jetzt. Da spielen wir nur die Kernaussage einfach. Ja. Ne? Steig mal ein bei Takt 48. Ich habe sowieso die Generalpause. Ja. Und du fängst an und ich hänge mich dann einfach mit drauf. Ja. Bis dann. Bis dann. Ist nie an, wa? Nee, ist nie an. Nee. Hat aber keiner gemerkt, war ja nie an. Das ist gut, ja. Den müssen wir uns merken. Ja. Den schreiben wir in unser Oktavheft. Na klar. Fürs nächste Mal. Nur? Wenn wir beim MDR spielen, da kannst du damit rechnen, dass es wieder nie an ist. Ja. Ist es an? Nein. Dann mach mal a cappella. Also du? Ja, ich mache a cappella. Da muss der Sänger lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Nützt also du, nicht? Ich mach bloß Schlagzeug. Nur? Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ja. Bis dann. Bis dann. Ist vorbei. Bye, bye. Ines Fleiber. Cordula Zwischwisch. Die berühmte Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Yes. Da muss man sagen, ihr habt geliefert, toll, wie ihr mit der Situation umgegeilt. Also, was hat was? In Sankt umgegeilt sind wir auch mal gesprungen bei der Vier-Chancen-Tournee. Nee, ich war ja kein Springer, ich war ja Kugelstoßer. Stimmt, du warst in einem anderen Departement. Ich war bei den Werfern. Ja. Da kam immer der Herr Rüttig und hat sich so hingestellt und hat gerufen, Wurf! Da mussten wir werfen, stoßen. Wir waren ja bei den Kugelstoßern. Wir waren Tobias,
Carsten, Uwe und ich, genau. Wir waren vier Leute, hatten nur eine Kugel. Da haben wir die so zerschnitten. Und also wir mussten ja werfen. Diskus. Wir haben dann Diskus draus gemacht. Genau. Ja. Bietet sich ja an, oder? Wir haben geworfen, was da war. Ne? Hammer werfen. Das ist so entstanden. Ne? Durch Zufall. Ja, ne? Wegen Hausmeister. Genau. Ja. Ich bin da auch mal hin, habe ich auch gefragt, ob ich mal einen Hammer bogen kann. Weil im Zimmer mit einem Doppelstockbett und naja. Genau. Und da bin ich hin, sage ich, Herr Breitner, wie sieht's aus? Kann ich mal einen Hammer kriegen? Breitner, ja, ne? Genau. Breitner Harald. Ne? Und da hat er gesagt, selbstverständlich, mein Guster. Und dann habe ich einen Hammer genommen und Bett repariert. Der war immer blau. Ne? Na, das. Und wenn er blau auch hier. War, ja. Willkommen auf der Sternburg. Ich sag dir. Und dann wurde er auch zugriffig. Ne? Ja. Der hat dann manchmal auch, Gott sei Dank waren wir Werfer. Ne? Ja. Wir haben den dann aus dem Fenster geworfen. Und, aber das sind halt Erlebnisse. Ne? Das kann ihm keiner mehr nehmen. Das schweißt zusammen und rostet nie. Ja. Das ist schön, euch so zuzuhören. Ja? Ja. Nee, ich würde sagen, jetzt packt ihr mal eure 7 Sachen wieder ein und nehmt euren räutigen Rödel von der Bühne, weil wir müssen nämlich weitermachen. Wir haben ja noch andere. Es war schön, dass man sich mal wieder so gesehen hat. Ja. Herrlich. Wir trainieren dich auch mal, wenn du willst. Ja. Ne? Vielen Dank. Viel Erfolg. Macht's gut. Wenn es wieder mal so klappt. Die wunderbare Band.